ரொம்ப அபூர்வமான சமையல். ரொம்ப ருசியா இருக்கும். இது சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டு நானும் உன் கூட. What a shame. Aber was für ein Essen. Was für ein Koch. Ja. Wow. Sowas isst man also in Sri Lanka. Ja, aber diese Speisen helfen, Wunsch und Erfüllung zu vereinen, wenn Mann und Frau in Liebe verbunden sind. Ja, klar. Damit könnte mir der Job mal richtig Spaß machen. Ich habe viele Kunden, die für so ein erotisches Essen eine Menge Geld zahlen. Vor allem, wenn sie schon bei der Vorspeise einen Steifen kriegen. Sag mal, warum arbeiten wir nicht zusammen? Ja, das wäre großartig. Oder? Ja. Das ist unanständig. Deshalb ist es auch gut bezahlt. Aber danke fürs Angebot. Wir überlegen es uns. Okay. Du hast gesagt, die sind alle verheiratet. Sind sie auch. Nur nicht mit mir. Lass uns später drüber sprechen, ja. Es war mein Fehler, es tut mir leid. Denk doch mal ans Geld. Ihr Schweizer denkt doch immer nur ans Geld. Und was ist mit deinem Restaurant? Dafür brauchst du doch auch Geld. Okay. Ich will 70% und du verdoppelst den Preis. 60. 70! Okay. Und? Was machst du heute noch? Ich weiß nicht. Wonach schmeckt denn das? Nach meiner Kindheit. Als Koch kann man Kaltes in Warmes. Man sagt, dass Nangai dir beigebracht hat, wie man Essen kocht, das Lust macht. Ist das möglich? Und Hartes in Weiches verwandeln. Mann und Frau. Welches ist die Frau? Beides. Aber nicht Böses in Gutes. Ich möchte, dass du genau dasselbe kochst wie neulich. Also mit genau der gleichen Wirkung. Für Freunde von mir. Die brauchen Hilfe. Also, wenn du so gut kochst, wie er aussieht. Das kannst du nicht bringen. Schneid wenigstens die Eier ab. Hat's funktioniert? Natürlich! 50-50 Geschäftspartner. Bist du schon mal verliebt? Das sind meine Freunde von Love Food. Die Granaten gehen nicht an Land, bevor ich hundertprozentig sicher bin, dass das Geld da ist. Heilmann ist ein Waffenhändler. Auf jeden Fall hat er gut gezahlt. In dem Krieg hast du deine Eltern verloren und du kochst für ihn? Weiß Nangai, was du mit ihren Rezepten machst? Der Koch. Hatten Sie reserviert? Demnächst im Kino.